Ja, hallo liebe 1000 Beste Frau Zuseher, 1000 Beste Reaktion heute in front of the Highbike Test Center hier in Ischgl. Hinter uns sieht man schon die letzten Schneeflocken liegen noch oben auf den Bergen. Grandioser Tag hier heute im Bad Snauntal. Wir sind unter anderem gefahren hier vom Highbike Test Center, die Triumph Trophy SE, das fahrende Wohnzimmer von Triumph mit, man sieht es in den Armaturen nachher, die Detailaufnahmen, gewaltiges Spielfeld hier, was man da zur Verfügung hat. Was mir in der Triumph gefällt, ist, dass es trotz des voluminösen Äußeres ein sehr durchschaubares und einfaches Handling hat. Das ist fast Triumph-typisch, die anderen Tourer von Triumph haben das auch. Man kann mit sehr wenig Fingerspitze, mit sehr wenig Kraftaufwand das Motorrad den Neigungswinkel einstellen und sehr tief in den Radius navigieren. Das Motorrad fährt sehr leichtfüßig. Das Einzige, wo man dann ein bisschen das Nachsehen hat gegenüber den leichteren Motorrädern, sind die Wechselkurven, wo man dann das Gewicht merkt. Motor normalerweise, würde man sagen, ausreichend dimensioniert. Wir sind heute gemeinsam gefahren mit Diavel, mit Panigale, mit K1300R. Da war das quasi hier der Nachzüger mit 130 PS. Im Normalfall natürlich ausreichend dimensioniert. Koffer sind drauf, alles dran und Preis-Leistungs-Verhältnis top. Ein BMW würde sagen, ein echter BMW-Killer. Wir sagen auf alle Fälle wirklich auf einem hohen Niveau und durchaus gleichwertig mit der RT von BMW. Also ich bin am heutigen Tag mit der Trophy vermutlich die meisten Kilometer gefahren. Ich habe begonnen mit ihr, die anderen haben sich alle eben um Panigale und Diavel gestritten. Mir war es wurscht, ich habe mir gedacht, der Tourenmotorradl wird schon hier gut gehen und dem war auch so. Das hat echt Spaß gemacht mit der Trophy und es ist einfach ein Spitzenmotorrad für weite Strecken. Also ihr seht es nicht, aber die Verkleidung ist fast so breit, wie das Motorrad lang ist. Also es ist echt ein... Das ist nicht lustig. jedenfalls ein wirklich sehr ausgewogenes Motorrad und das sage ich deshalb, weil der Motor mit nur 130 PS relativ schwach war im Vergleich eben zu Diavel und Panigale. Ist aber doch eigentlich ein Luxusproblem, wenn man mit 130 PS die schwächste Maschine hat. Ansonsten spielt sie alle Stückeln und warum ich sie auch sehr gemocht habe am heutigen Tag, ich habe irrsinnig viel Radio hören können, weil die hat ein serienmäßiges Radio drinnen und ja, sowas ist für mich, da ich mir so ein Motorrad nie kaufen würde, doch eigentlich immer wieder interessant, sowas einmal zu fahren. Es ist kein Geheimnis, dass sich Triumph bei manchen Motorrädern an BMW orientiert. Bei der Trophy hat man das sehr intensiv betrieben offensichtlich, weil sogar ich mir hin und wieder schwer tue, sie von der RT auf den ersten Blick zu unterscheiden, vor allem in Blau. Wir haben auch Radio an Bord, wir haben alle Annehmlichkeiten, die man braucht oder teilweise vielleicht auch nicht braucht. Was sie trotzdem zu etwas Besonderem macht, ist natürlich der Dreizylinder, weil der so rau schreit, das kann keine BMW, das kann keine Yamaha, das kann wirklich nur Triumph. Mir gefällt das Konzept von der Triumph sehr gut. Es ist absolut stimmig, es passt alles perfekt zusammen, Motor, Fahrgestell, Bremsen. Für mich sind ein bisschen zu viele Gimmicks, die lenken manchmal, zumindest mich, weil ich sehr auf Gimmicks stehe, vom Fahren ab, was aber absolut genial ist und jeder, der Touren fährt, weiß es, man fährt nicht immer nur beim Kaiserwetter, wie wir es heute hatten, ist die Windscheibe. Dieses automatische Windschild, das man jederzeit hoch und runter fahren kann, bietet in der komplett ausgefahrenen Position so viel Windschutz, dass man wahrscheinlich durch den größten Regen fahren kann und man würde davon nichts merken, also absolut top.